Okay. Entschuldigung für die Verspätung. Ich wollte den Vortrag mit einem KC-Kompakt halten, aber es gibt ja leider keinen SCART-Anschluss. Deswegen mussten wir auf eine andere Lösung umsteigen. Ich spreche über den KC-Kompakt, den letzten Heimcomputer der DDR, auch einen der seltensten Computer. Die meisten, die haben noch nie einen gesehen. Ganz wenige Leute haben ihn, das ist so eine Art weiser Wahl des Computers. Aber wenn es einen letzten Heimcomputer der DDR gab, muss es ja auch einen ersten gegeben haben. Und ich will noch mal ganz kurz so einen Überblick geben, wie das so Mitte der 80er bis Ende der 80er Jahre in der DDR war. Es gab da so verschiedene Szenen, so ähnlich wie im Westen. Da gab es Leute die im Westen, die hatten einen Commodore und andere hatten einen Atari. Und in der DDR gab es Leute, die hatten einen Computer aus dem Westen mitgebracht von Westverwandten oder für ziemlich viel Geld im ist der Contentladen, der in der DDR A&V hieß, An- und Verkauf. Die haben teilweise 4.000 bis 10.000 Mark gekostet, Ostmark, was ziemlich viel war. Man hat so 800 bis 1.000 Mark verdient im Monat. Deswegen waren im ganzen Ostblock zum Beispiel die etwas teuren wie C64 mit Floppy gar nicht so sehr verbreitet und eher so preiswertere wie vielleicht ZX81 beispielsweise. Also Westcomputer gab's. Dann gab es zwei Serien, die so oft gern zusammengewürfelt werden, weil die beide KC85 hießen. Eine aus Dresden und eine aus Mühlhausen. Die zeige ich nochmal ganz kurz. Und dann gab es die Selbstbaucomputer, wo man nur eine Leiterplatte bekommen hat und musste sich dann um eine Tastatur kümmern und um ein Gehäuse. Und da gab es auch, die wurden offiziell, der C1013 wurde offiziell vertrieben von Robotronen. Dann gab es mehrere Zeitschriftenprojekte wie der AC1, der Amateurcomputer und der Tiny oder Tiny. Und dann gab es aber auch welche, die in Kleinstauflage, zum Beispiel von einzelnen Personen, gebaut wurden. Und zwar alles auf Basis des U880. Das war der Prozessor der DDR. Das war eine Kopie vom Z80. So Ende der 70er Jahre hat man überlegt, man braucht einen eigenen Prozessor und hat dann verschiedene Varianten geprüft und hat sich dann für den Z80 entschieden. Und das hatte dann auch großen Einfluss auf so die Heimcomputer, die damit gebaut worden sind. Mit dem Z80 hat man einen Bürocomputer gebaut. Das ist hier der meist produziert, da wurde die Hälfte davon in die Sowjetunion exportiert, PC-1715. Die liefen mit einer DDR-Variante von CPM, hieß SCP. Und damit lief auch die ganze Standardsoftware, die die DDR genommen und tatsächlich auch selbst vertrieben hatte unter deutschen Namen, wie zum Beispiel D-Base wurde Redabas. Also Robotron hat D-Base in Redabas umbenannt, teilweise auch die Namen so gepatcht oder rausgepatcht aus dem Programmcode und hat die dann einfach vertrieben. Dann gab es die Heimcomputer, die Kleincomputer hießen. Und da gab es, wie gesagt, zwei Serien. Die eine, die hier ist von Robotron Dresden. Und die andere ist von Mikroelektronik Mühlhausen. Und die haben außer dem Namen KC nicht so viel gemeinsam. Die haben ähnliche Leistungsparameter, sind aber nicht miteinander kompatibel. Eins von den drei Spielen ist übrigens von mir. Und dann nochmal ganz kurz zu diesen Bausätzen, die es gab. Das ist interessant. Man bekam, wenn man diesen Z1013 bestellt hat, musste man ein Jahr warten, musste dann persönlich nach Erfurt fahren, um in einem Robotron-Ladengeschäft abzuholen und bekam dann eine Leiterplatte. Und diese tolle Tastatur, wo noch nicht mal alle Tasten drauf sind, wie man sieht, ne? Fehlen noch einige, sodass dass man sich bemüht hat, erstmal um eigenes Gehäuse und um eine Tastatur. Man hat oft so diese Eisenbahntaster genommen. Das war auch so ein Projekt, was von einer Zeitschrift begleitet worden ist, Funkamateur, der AC1. Hier sieht man das auch, also alle haben so unterschiedliche Gehäuse, weil es keine Gehäuse zu kaufen gab und unterschiedliche Tastaturen. Genau wie der Jugend- und Technikcomputer. Das Foto ist übrigens hier gemacht worden auf dieser Veranstaltung vor Jahren, ich glaube so 2017 oder 18 herum. Und Ende der 80er Jahre gab es den Beschluss und diese Beschlüsse, die kamen immer von oben. Also Betriebe waren ja in größeren
Konzernen organisiert, die Kombinate hießen. Und über jedem Kombinat war ein Ministerium. Also sozusagen die Ministerien, die haben sozusagen gesagt, was gebaut wird und wie teuer es ist. Und zu Ende der 80er Jahre beschloss man, die bisherige KC-Serie über Bord zu werfen. Robert Rohn Dresden hat einen Bildungscomputer gebaut, der auch ziemlich selten ist, weil der erst so 88, also ein Jahr vor der Wende, erschien. Der funktionierte so als Grundgerät und es gab aber auch sozusagen das große Paket mit Monitor und mit Diskettenlaufwerk. Und der ist auch nicht so verbreitet, weil er eben halt so ein Jahr vor der Wende erschien und war so eines der Markenzeichen war die Vernetzbarkeit. Also man konnte zum Beispiel ein Lehrer, konnte zum Beispiel alle Computer im Klassenzimmer ansprechen. Und jetzt kommen wir zum KC Kompakt. Der KC Kompakt ist der einzige Klon eines Rechners, und zwar zum Schneider CBC. Deswegen, weil der Schneider CBC eben halt auch mit dem Z80 arbeitet. Und ist sozusagen das einzige Mal. Was sehr interessant ist an der DDR ist, dass diese KCs, die ich vorher gezeigt habe, die gab es nur in der DDR und das war sozusagen ein Biotop. So im ganzen Ostblock war das eigentlich nicht so gebräuchlich. Da hatte man zum Beispiel eher Apple II-Klons oder ZX81-Klons oder ZX-Spectrum-Klons. Aber die DDR, die hatte diese kleinen Computer, die sind sozusagen unik. Also man hat dann aber beschlossen, sich davon zu trennen. Erstmal noch kurz zum Gehäuse. Witzigerweise, der KC Kompakt sieht genauso aus wie der Bildungscomputer. Man hat einfach die gleiche Gussform verwendet. Und zwar für vier verschiedene Sachen, von der man noch eine fehlt. So kurz nach der Wende beschloss dann Robert Rohn, den Bildungscomputer als ALBA-PC zu exportieren, was nicht so geklappt hat. Also hat sich international nicht verkaufen können, sodass die meisten wohl doch innerhalb Deutschlands also innerhalb der DDR verkauft worden sind, und der KC Kompakt. Der war viel günstiger zu bekommen. Der KC 85-4, der erst 89 erschien, der kostete 4.300 Mark ohne Diskettenlaufwerk, was es auch gab, was nochmal extra teuer war. Es waren also etliche Tausend. Und wahrscheinlich war das ein Grund, warum man gesagt hat, wir lösen jetzt die KC-Serie ab, was ein bisschen bitter für Mühlhausen war, weil der erst wenige Monate alt war. Man liest immer im Netz, dass der am 7. Oktober zum 40. Geburtstag der DDR vorgestellt worden ist. Ich habe da keine näheren Informationen bekommen, aber es ist eigentlich plausibel, ne, dass man zu solchen Festivitäten immer große Errungenschaften gezeigt hat. Definitiv wurde er auf der Frühjahrsmesse gezeigt. Ist wohl erst vertrieben worden ab April 1990, und wenn man bedenkt, dass am 1. Juli ja schon das Westgeld kam und dass man dann eben halt, was weiß ich, für 200-300 Euro einen C64 kriegen konnte oder einen richtigen Schneider CBC, kann man sich vorstellen, dass das also ein totaler Flop war. Man sieht es so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man den Preis lesen kann. Also ich habe im Mai 1990 meinen gekauft von einem Straßenstand. Ich fuhr nach Erfurt, lief so die Einkaufsstraße lang, und da war plötzlich ein Straßenstand mit KC Kompakt für 250 Mark. Ich konnte meinen Augen gar nicht trauen. Also er ist noch mit 2.300 ausgepreist, wurde dann schon, ist ja durchgestrichen, auf 999 gesenkt, und ich habe ihn für 250 Mark bekommen. Das ging also rapide herunter. Hier sieht man so ein Originalschreiben von damals. Also ich habe gesagt, die Preise, die wurden auch von oben vorgegeben. Also man hatte geplant, dass man halt 20.000 Stück baut und dass man die anderen KCs abverkaufen muss, und hat dann die Preise halbiert. Also der KC 85-4 sollte dann noch 2.150 Mark kosten. So hat man sich das gedacht. Niemand weiß so genau, wie viel von dem KC Kompakt erstmal gebaut und vertrieben worden sind. Ich habe die größte Sammlung von KC Kompakts, die ich kenne, vier, die sind alle mir, die Seriennummer mal aufgeschrieben und habe dann noch so im Netz gegoogelt nach anderen Seriennummern. Also die höchste Seriennummer, die ich gefunden habe, ist so um die 2.300. Also sind wahrscheinlich
2.500 gebaut worden sind. Aber die Sache ist, dass es sehr, sehr viel weniger geben muss, wie zum Beispiel von der Pong-Konsole aus der DDR, dem Bildschirmspiel 01, da wurden nur 1.000 gebaut. Und ich kenne mehrere Leute, die so ein Bildschirmspiel 01 haben, und wenn man auf eBay oder auf eBay Kleinanzeigen, was ist nicht mehr, was jetzt ohne eBay läuft, also nur noch kleinerzeigen.de, da findet man immer so ein Bildschirmspiel 01. Und diesen KC-Kompakt, den findet man eigentlich nie. So alle paar Jahre sieht man den vielleicht mal auf eBay oder so. Also das ist ein ganz, ganz seltener Computer. Deswegen glaube ich gar nicht, dass es so 2.500 Stück gibt. Ich kann mir das nicht richtig vorstellen. Ich habe so eher den Eindruck, existieren vielleicht so eher 100 noch, aber niemand weiß es so genau. Werner Domschke, den habe ich erwähnt, weil ich ihn getroffen habe vor ein paar Jahren. Ich weiß nicht, ob man erkennt, wer ich bin und wer Werner Domschke ist. Das ist so der Vater, der Projektleiter, der Vater der KC-Serie, und hat auch mit Taschenrechnen zu tun gehabt, und der Vater des KC-Kompakts. Und ich war so nett, ihn von seinen Kartons zu befreien, die seit 30 Jahren in seinem Keller lagerten. Bin da also nach Erfurt gefahren und habe mir so ungefähr 3 Umzugskartons abgeholt, und da war ein KC-Kompakt mit dabei, von dem ich immer angeblich erzähle, dass es ein Vorserienmodell ist, weil noch kein Typenschild da ist. Und komme ich dann noch an was noch viel Selteneres, das Diskettenlaufwerk, was noch sehr, sehr viel seltener ist als der KC-Kompakt überhaupt. Ist ein sehr netter Mann, eben halt so kein Marketingmensch, sondern Ingenieur, also ne, klug, bescheiden, nett, freundlich. Jetzt kommen wir aber mal zum Eingemachten, zu den technischen Daten. Also im KC-Kompakt steckt der Standardprozessor, der U880, mit 4 MHz getaktet. Das ist um einiges schneller als die früheren KCs. Der KC854, da hat er auch schon 4 MHz, aber die früheren, die älteren 2 und 3, die waren, ich glaube, der 3 1,75 MHz. Hatte 64 KB RAM. Davon konnte man aber nicht alles nutzen, weil zum Beispiel der Bildwiederholspeicher auch mit dabei war. Und er hatte das Betriebssystem und das BASIC, die waren nicht in dem gleichen Speicherbereich, was man so von früheren KCs kennt, sondern die waren in einer zweiten Bank. Und das Betriebssystem hat geholfen, die anzusprechen. Also hat sozusagen nicht die 64K verbraucht, sondern wenn man auf das BASIC zugegriffen hat, da griff der Rechner dann auf die zweite Bank. Das BASIC war auch geklaut vom CBC, Locomotive BASIC, ist relativ umfangreich, 180 Befehle, viele Grafikbefehle. Zum ersten Mal hatte ein KC auch einen richtig ordentlichen Soundchip, und das war aber noch ein kassettenorientiertes Gerät, hat wie gesagt schon SCART-Anschluss, ganz nett, und Printer, Erweiterungsport, Sound, Joystick. Joystick gab es auch dann zum ersten Mal. Der Videochip war auch um einiges besser. Was den CBC auszeichnete, war, dass er auch einen 40-Zeichen-Modus hatte, was zum Beispiel für Text auf Verarbeitung ganz gut ist. Der Standardmodus ist der erste, der blaue. Deswegen ist er ganz oben. Dann gab es noch jede Menge Anleitungen. Ein paar wurden mitgeliefert. Basic-Handbuch und Gerätebeschreibung. Das Systemhandbuch, das musste man kaufen, um Dinge, so technische Dinge, so Hardware-Programmierung. Und dann gab es noch Anleitungen für diverse Programme. Es gab eine ganze Reihe von Software. Ich habe ja auch 2 Kassetten mit. Die sahen ja genauso aus wie die von früheren KC-Versionen. Waren so Spiele drin mit einer schicken Anleitung. Also die hatten alle das gleiche Cover, diese Kassetten. Mit so einer schicken Anleitung, wo man den Zählerstand gesehen hat, wenn das mehrere Programme waren, die auf einer Kassette waren. Ne? So, auch für verschiedene Kassettenrekorder, die hatten dann offenbar verschiedene Zählerstände. Gerekord 10, der LCR, das war so ein spezieller Datenrekorder, 18. Und das ist sozusagen die ganze Anleitung für diese beiden Spiele. Aber hat offenbar gereicht. Ja, also es gab, ich weiß von 24 Spielen, wahrscheinlich gibt es auch nicht mehr. Meistens waren mehrere Spiele in so einer 38 Mark Spielebox. Da gab es einige Programmiersprachen und auch einige Disketten. Da komme ich gleich später nochmal drauf.
Ja. Was ich sehr interessant fand, ist dieses Textprogramm, was schlicht in DDR-Deutsch nur Text 1 hieß, ist eigentlich ein Programm, was ursprünglich in der Zeitschrift abgetippt worden ist, eine Textverarbeitung, die zum Teil in Basic und zum Teil in Maschinencode ist. Also musste man seitenlang abtippen. Und ich weiß nicht genau, ob diese Software lizenziert offensichtlich, also ob man gefragt hat oder ob man die einfach genommen hat. Man sieht zum Beispiel nur hier VEB Mikroelektronik Wilhelm Pieck Mühlhausen, aber nicht den ursprünglichen Entwickler. Aber auf der anderen Seite hat sich Mühlhausen bemüht, mit dem Herausgeber der Zeitschrift, das ist hier die Zeitschrift, wo hier sieht man Kontext, also mit dem Verlag, dem V-Verlag, den ich von früher noch kenne, DOS International oder PC Player, also hat sich um eine Kooperation bemüht. Mühlhausen hat bereits die Magazine vertrieben, es war noch vor der Wende, es war also das wilde Jahr, was ich auch miterlebt habe, habe gar nicht erzählt, ich war auch Teil von dieser KC85-Szene. Und fand das eben halt so ganz aufregend, die Wende und was dann so alles passiert war. Und habe einen Brief vom Juni 1990, dass man auch angestrebt hat, die Software von DMV zu vertreiben. Ist wahrscheinlich nichts draus geworden, aber vielleicht ist es dann eben halt eine offizielle Sache gewesen, ich weiß es nicht. Naja, ganz spät, ich weiß auch nicht genau wann, kam das Diskettenlaufwerk, was noch viel seltener ist. Ich habe hier den Controller mal mit. Also selbst in der Robotron, in der KC-Szene haben die meisten Leute noch nie auch noch so ein Diskettenlaufwerk gesehen. Und es war eins in den Kartons von Werner Domschke. Da war ich also recht glücklich darüber. Also ich war zu faul, das Diskettenlaufwerk mitzubringen, aber den Controller habe ich schon mit. In dem Controller ist Speicher und genau wie bei den früheren KCs, KC 85, 3 und 4, die hatten auch eine Diskettenmöglichkeit bekommen, gab es da eine CPM-Betriebsart. Also gab es sozusagen zwei Modi. Man konnte vom Basic aus, also man hat dann Rechner eingeschaltet, war im Basic, konnte dann auf die Diskette zugreifen oder konnte man in einen CPM-Modus wechseln und hatte dann Zugriff auf eben halt sämtliche CPM-Software, die es so gab. Und das war eigentlich schon der ganze Vortrag zum KC Kompakt. Ich habe ein bisschen was zusammengestellt. Es gibt tollen Artikel über den KC Kompakt auf heise.de, da habe ich geschrieben vor einigen Jahren, aber da habe ich sehr viel recherchiert, was mir jetzt bei dem Vortrag geholfen hatte. Dann wurde von Horst Völz, der ja auch ziemlich bekannt ist auf diesem Festival, es war die Computer-Koryphäe zu DDR-Zeiten, hat einen mehrseitigen Bericht geschrieben, den habe ich so illegal hochgeladen. Und dann gibt es hier von Ulrich Zander noch eine recht gute Website mit ganz vielen Fotos vom KC Kompakt und mit ganz vielen Unterlagen, also die ganzen Handbücher, die sind da gescannt und die kann man sich dann dort anschauen. Ja, gibt es vielleicht Fragen? Genau. Das stimmt ja, also wenn, genau, dieses wilde Jahr. Ja, eigentlich war ja die Wende, na, wann war die Wende genau, ne? Also die Mauer, die fiel am 9.11.89. Das war Wende, aber es war für mich, der das erlebt hat, ein Wendejahr, ne? Ja, genau, das meine ich also nicht vor der Wende, sondern in diesem Wendejahr. Und es gab ja da mehrere Abschnitte, als zum Beispiel das Westgeld kam im Juni 1990, das war ja dann auch eine Wende, aber Deutschland war immer noch nicht wiedervereinigt. Ne? Ja, genau. Es gab also so mehrere Wendeabschnitten und es ist auch... Also das war in dieser Zeit. Genau, in dieser Zeit und wahrscheinlich ist ja dann alles zusammengebrochen, das ist ja die große Tragödie, dass die ganzen Industriebetriebe, die Hardware gebaut haben, die sind ja alle verschwunden. Das sind zum Beispiel Robotronen, gibt es immer noch so als Unternehmen, also einer, es gibt sogar mehrere Robotronen-Leute, aber Robotron Dresden gibt es noch und das wurde nach der Wende sozusagen neu gegründet von jemandem, der bei Robotron da tätig war und die machen vor allen Dingen so Datenbanksoftware. Weißt du, ob dasselbe Team, was den KC85-3 und 4 entwickelt hat, dann auch den Kompakt entwickelt hat oder war das andere? Das weiß ich nicht, wahrscheinlich waren es die gleichen Leute, weil der Werner Domschke war da so mit dabei und das wurde ja dann quasi eingestellt. Ne? KC war vorbei, das
War wahrscheinlich auch für die Mühlhausener bitter, aber so eine Dinge, die wurden eben halt auch teilweise von oben oder überhaupt oft von oben entschieden. Grundsätzlich, die ersten KCs, das waren so neuere Projekte, also das haben so Jugendbrigaden gemacht, so ohne zu fragen. Das ist auch interessant, die Geschichte, wie das so war, denn die Rechner, die hießen ja, diese beiden, die hießen ja ursprünglich anders, wie man vielleicht weiß, ne? Der hieß Z9001 und wurde 84 auf der Leipziger Messe gezeigt und der hieß HC900, HC für Heimcomputer. Und gibt so die Legende, dass eine Delegation mit Erich Honecker sich die Rechner angeschaut hat. Und dann hat man aber entschieden, das sind keine Heimcomputer, das sind viel zu schade für zu Hause, sondern das sind Rechner, die für zum Beispiel für Schulen gedacht sind und für Betriebe und für Universitäten. Und so war es dann auch. Und für mich war als Schüler, ich bin Jahrgang 70, das heißt also so ab 86 mit 16 bin ich so praktisch immer nach der Schule in die Uni gefahren und habe mich in so ein Rechnerkabinett reingesetzt und konnte dann an Rechnern teilnehmen. Oder zum Beispiel du, erzähl mal, André. Das stimmt. Auch meine Beobachtung. Also privat hatte das keiner. Ich hatte zum Beispiel einen Freund aus Leipzig, der hat auch seinen Vater, der war Betriebsdirektor, beredet, dass er so ein KC mit nach Hause nimmt, damit der Vater programmieren kann. Aber das stand natürlich im Kinderzimmer und da hat der programmiert. Also wenn Leute einen Computer hatten, dann war das zum Beispiel, ein Freund hatte zum Beispiel einen Atari 800. Also ich glaube, dass in Haushalten sehr viel mehr Westcomputer standen, aber dadurch, dass in vielen, zum Beispiel waren am Ende der DDR in sämtlichen Gymnasien, die EOS hießen, waren in sämtlichen Schulen Computerkabinette, auch in unserer. Dadurch, dass die eben halt in diesen Computerkabinetten und Pionierhäusern standen, hatte ich, denke ich mal, dass sehr viel mehr Leute Zugang zu Ostcomputern hatten, obwohl in den Haushalten mehr Westcomputer standen. Ja, was ich noch sagen wollte, also die hießen Z9001 und HC900 und dann wurde eben halt verfügt, die dürfen nicht Heimcomputer heißen, sondern wurde dann der Name Kleincomputer erfunden. Und was auch ein Unding war, das waren ja so quasi nicht so direkt konkurrierend, aber es waren zwei verschiedene Betriebe und es sollte nicht so den Eindruck erweckt werden, dass es eine Konkurrenzsituation gibt und dass die DDR plötzlich zwei verschiedene Kleincomputermodelle baut, wurde dann verfügt, dass die beide KC hießen. Und so wurde der KC 851 genannt und der 852 und das sorgt immer wieder für Verwirrung, weil alle Leute denken, der ist von Robotron und der nicht. Der ist von Mikroelektronik Mühlhausen. Trotzdem sagen alle, dass der von Robotron wäre. Und das kriegt man auch schwer aus den Köpfen raus. Ne? Robotron, nicht von Robotron. Doch, Erfurt. Nee. Also, genau. Also, was auch, wenn man so über DDR-Computer hört, denkt man immer an Robotron. Aber es gab so mindestens ein halbes Dutzend großer Kombinate, die zum Beispiel auch Transistoren gebaut haben oder andere Rechner. Und das ist hier Robotron Dresden Kombinat und das ist hier Mikroelektronik Erfurt ein Kombinat mit dem, ja, anderes Ende hier. Ja. VEB Mikroelektronik Wilhelm Pieck, Mühlhausen im Kombinat VEB Mikroelektronik Erfurt. Wurde so, ich habe, als ich mir den gekauft habe in diesem Straßenstand, habe ich einen Brief, den habe ich auch mit, kann ich euch dann im Game Room zeigen, einen Brief geschrieben, deswegen, und da schrieb der Mann, und dann konnte man dann googeln, das ist einer von den Entwicklern, war das witzig, also es gab da keine Stelle, die der Briefe beantwortet hat, sondern die Leute, die Computer gebaut haben, die haben auch die Briefe beantwortet, und er hat gesagt, zu 90% und wahrscheinlich war es dann eine Hardware-Sache. Genau. Hier. Oh.
Ja, also wenn, also ich nehme den jetzt mit in den Game Room und baue den dann mal auf und habe da auch ein Prospekt mit und dieses Anschreiben und eine Preisinformation und da kann man noch ein bisschen schwatzen. Ne? Ich glaube, es gibt mindestens eine Demo, habe ich mal so ergoogelt. Spiele wohl nicht. Es war ja für mich, wenn ich noch eine Minute habe, eigentlich am Anfang ein ganz dummer Kauf. Also ich war so ein KC85-Mann, habe so Spiele entwickelt und hatte da schon, habe 89 mein Abitur gemacht, hatte da schon fast ein ganzes Jahr an einem Betrieb gearbeitet, GW Teldo, und hatte da an einem PC gesessen den ganzen Tag. Da gab es Sega, da gab es Norton Commander, Turbo Pascal. Also ich war so und fand mit Festplatte und war eigentlich schon fast weg. Und dann sah ich diesen Computer und war dann enttäuscht, weil er nicht kompatibel war, weil ich kein Kassettenlaufwerk hatte. Ich hatte keine Software, kein gar nichts. Dann kam das Studium und so. Und der lag einige Jahre rum. Dann habe ich ihn einige Jahre so verliehen an jemanden. Habe dann nach Jahren wiederbekommen. Es war für mich ein Stiefkind. Und ich habe am Anfang den Kauf so ein bisschen bereut. Aber jetzt weiß ich eben, was ich für so einen seltenen Schatz habe. Und es ist mir so ein bisschen ans Herz gewagt, obwohl ich, muss ich jetzt gestehen, nie aktiv irgendwas mit dem Gerät gemacht habe, im Gegensatz zu dem KC85, wo eins der drei Spiele von mir ist.